Nun, das stimmt nicht, denn jeder profitiert davon, auch die nicht mit Bus und Bahn fahren. Denn je mehr Leute mit Bus und Bahn fahren, desto weniger Dreck gibt es, weniger Lärm, weniger Unfälle, desto weniger Fläche wird für Parkplätze verbraucht und es gibt auch weniger Staus. So wird die Stadt für alle lebenswerter und alle sind besser drauf.